Hallo und herzlich willkommen zu The Forest. Ja, im Hardcore-Modus. Das ist jetzt die 21. Folge. Und heute bauen wir unser Lager groß. Das bedeutet, wir bauen ringsherum um die Base, zumindest runter in Richtung Wasser. Meer, See, Fluss, nee, warte mal, das ist ein Meer, Richtung Insel da, bauen wir jetzt eine Mauer, so eine Holzfehler, Pfahlmauer. So, gleich geht's los, may take a moment. Kein Please, nee, na gut. So. Timer starte ich in 3, 2, 1, 0 und es ist Nacht, na super geil. So, in den letzten Folgen hatten wir ja. Achso, haben wir damit schon mal angefangen? Cool. Wusste ich gar nicht. Haben wir Essen? Wir haben einen Hoppel. Es ist Nacht. Was sagt der Mond? Der Mond sagt, ich bin weit oben. Drück mal Z, dann bin ich weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wirklich weg. Ich habe den Mond gelöscht. Ja, damit haben wir doch gar nicht angefangen. Haben wir damit schon angefangen? Ernsthaft? Nee. Kurz. Okay, scheinbar ja. Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Obwohl ich erst heute Vormittag gespielt habe. Und jetzt ist es 14 Uhr. Das heißt, vor... Wie viele Stunden habe ich gespielt? Vor vielleicht 3, 4, 5 Stunden. Ach, trotzdem, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Oder? Nee. So, bevor wir was. Bitte Tierchen spawnt. Ja, die Tierchen spawnen. Klick, klick. Achso, wie sieht das hier mit der Rüstung aus? 5. Oh, 5 von 5. Super. Naja, gut. So, die lasse ich hier nochmal kurz gammeln. Ich möchte mir jetzt ganz kurz nur hier. Wir rennen weiter. Wenn ich das gedrückt hatte. Oh. War gerade ganz automatisch, dass ich das gehalten habe. Wir nehmen mal kurz die Kiste. Nein, ich muss was essen. Ich muss was futtern. Danach hole ich die Kiste. Nee, danach bauen wir unsere... ich will gerade Mutter sagen. Und die Mauer auf. Frag mich jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß es selber nicht. So, mit C, mit E und alles ist ACE-Saft. So, jetzt habe ich schon 2 Ventilatoren hier aufgestellt. Für, ey, draußen 26,3 und in meinem Zimmer 26,3 Grad. Wow. Draußen eine Luftfeuchtigkeit etwas. Ziemlich viel höher. 10%. Nee, 12. Wie interessant. Was glaubt ihr? Wie warm ist es bei The Forest? A. 36 Grad. B. 12. Oder C. Fluffige und weiche 20 Grad.
Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Ich werde es mir angucken, bewerten. Zwischen Note 1 und 7,5. Und wie heiß ist die Flare Gun? Heiß, heißer oder... Naja, geht eigentlich. Jetzt habe ich beide aufgesammelt. Ich wollte gar nicht beide aufsammeln. Naja. Jeder macht mal Fehler. Regal. Dann bollern wir hier mal den Baum ab, bis der kaputt ist und umfällt. Ich hoffe nicht, dass der dann... Oh, das ist nervig. Ins Wasser fällt. Tut er nicht. Naja. Wird bestimmt einiges reinrollen. Hui. Party. Die sind nicht sehr, nicht weit geflogen. Wenn ich nicht vergesse, möchte ich mir das gerne mal angucken, wie weit die hochgeflogen sind. Vier von vier? Oh nein, keine Bugs. Achso, kennt ihr dieses eine Lied von der Werbung? Oder überhaupt vom Sänger? Ich weiß nicht, wer das gesungen hat. Wiggle. Das sieht es eigentlich sowas von... Punkt, 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 aber irgendwie habe ich davon Ohrwurm, weil die ganze Zeit kommt. Im Fernseher. Ist total komisch. Ich weiß gar nicht, ob ihr es kennt. Aber ich denke mal, ja. So, Stäbchen. Stäbchen. Ich möchte mal die... So, wo blinkt das jetzt überall? Nachts sieht man das besser. Von gerade die Stäbchen, die sieht man so gar nicht. Wiggle, wiggle, wiggle. Riegel. Vielleicht eine Ableitung? Nein. Okay, sieht verbuggt aus, weil das so komisch glitzert. Ptsching! Als hätte mir auf die Zähne gebissen. Husti, husti. Nein. Oh, komm schon. Mach dich gerade. Nein, mach dich gerade. Das ist natürlich doof, wenn das so schräg ist. Soll das nicht 100% gerade sein? Was ich noch versuchen möchte, ist so ein Custom Building Haus, was ich wahrscheinlich hier mache. Muss ich aber erstmal gucken, wie viel Holz denn dies benötigt. Nicht, dass das hier Unmassen an Holz benötigt, weil das wäre echt doof. Denn das sieht so aus wie so eine Wand immer. Ein Hau. Noch einer. Jetzt ist er. Nix, 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 nix. Du bleibst da hinten schön liegen. Oh! Ich weiß gar nicht, wie die Fallhöhe jetzt hier ist. Ich würde das eigentlich gerne mal ausprobieren, aber ich habe Angst, dass ich dann einfach... Krack und das Knie ist gebrochen. Bababababab. So, bin jetzt schon bei 8 Minuten. Das ist unglaublich für zwei kleine Knubbelwalls. Wie geht die Zeit ganz schnell rum bei diesem Spiel? Vielleicht mache ich mal die Let's Plays wirklich so eine halbe Stunde. Halbe Stunde plus. Ich denke ja wohl nicht, dass das irgendein Problem sein sollte.
Ganz im Gegenteil, dann habe ich am Ende nicht so viele. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich wollte pro Staffel unglaublich viele Folgen rausbringen. Und zwar 20. So wenig wird definitiv nichts. Das geht gar nicht. Ich habe ja, das ist jetzt glaube ich hier die 21. Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das geht. So wenig. Dann werde ich mal versuchen, unter 60 zu bleiben. Ah, nee, wie viel Platz ist eigentlich in so eine Playlist von YouTube? Ich dachte, da wäre Feuer gewesen gerade. Wenn ich wüsste, wie viel in eine Playlist von YouTube reinpasst. Weil das habe ich noch nie irgendwo nachgeguckt oder. Oder gesehen oder gehört. Wo sind die an den Baumstämmen? Hab ich die gerade schon geholt? Alle beide? Okay, lol. Ich meine, ich weiß. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Hungry for something to eat. Or die. Hier mal ich. Peng. Und da ja. Ich meine, die können ruhig durch die Gegend fliegen, sagen die nicht wegfliegen oder ins Wasser rollen, weil damals bin ich da mal runtergefallen. Nein, nicht einmal. Bin ich immer gestorben. Darum gehe ich da jetzt nur noch runter. It's a beautiful morning. Ja, na gut. Hui. Da. So. Nein. Oh. Ich hoffe, dass das jetzt. Ja, doch, müsste. Die müssten schwarze Ränder links und rechts haben, damit man das besser erkennen kann. Because of hinbauen. Oder weil wegen hinbauen. Ich muss was futtern oder schnabulieren. Oh, naja, bin jetzt bei 12 Minuten, hab die dritte Wand und mein Lockholder gebaut. Ich muss jetzt unbedingt was essen. Ich finde es aber gut, dass der blaue dicke Balken da so schnell hochgeht. Ah, super, sehe ich gleich. Super. Ach, kann man ja eh nicht abbauen, also rein theoretisch ist das. Finde ich doof, dass man das nicht wieder abbauen kann. Wie zum Beispiel das hier, das Verbuggte hier hinter. Kann man nicht abbauen. Hier drinnen die zwei. Kann man nicht mehr abbauen. Ich kann das eine noch zu Ende bauen. Das war's. Das bringt mir nichts. Na los. Mach mal ein Yummy fertig. War schon 14 Uhr. 15:30 Uhr bin ich wieder weg. Ich überlege gerade trotzdem, ob ich halbe Stunde Folgen mache oder länger. Also halbe Stunde plus. Manchmal, also damals habe ich das ja immer so gemacht. Wie ich Lust habe. Da habe ich den mal aufgenommen und dann geschnitten. Also ohne Timer, dass ich das dann irgendwann zurechtgeschnitten habe. Wie auch bei diesem Let's Play zu Anfang. Und da habe ich so drüber nachgedacht, das ist doch ein bisschen doof. Hört sich so an wie ich bei dem einen Angriff. Oder bei dem wirklichen Angriff. Bei dem übertriebenen Angriff. Ah, jetzt sind schon wieder keine Leute da. Ich verstehe es nicht. Und wie ist das nervig? Wenn keine da sind, ist es zu ruhig. Wenn welche da sind, ist es zu viel. Gibt sogar in die richtige Richtung. Naja, da doch.
Das ist Matsch. Warum auch immer. Ja, lass er Matsch sein. Ich wollte gerade gucken, ob mein Mauspad an ist. Wäre es jetzt an, dann hätte ich jetzt, was weiß ich, vorhin geguckt. Zwei noch. Das ist der eine Baum. Problem ist, manchmal kann ich auch nicht mehr, dass ich dann nur manchmal halbe Stunde Videos mache oder eben so wie ich Lust habe. Nur eben sollte es schon in dem Dreh von circa 15 Minuten minimal sein und maximal dann vielleicht 40 plus. Nee, ja. Vielleicht bis maximal 40. Weil wenn ich manchmal, naja, manchmal finde ich auch gute Punkte, wo man dann einfach sagen kann, ja gut, hier ist Folgenende, nicht, dass ich dann irgendwann im Wald stehe, zum Beispiel auf der einen Insel, vorm Zelt, habe ich dann auch mal kurz einen Cut gemacht, dann einmal, wo waren das noch, das war irgendwo auch noch, dass ich dann einfach gesagt habe, ja gut, hier ist ein Cut, weiß ich gar nicht, ist auch egal, ja, also durch die Wall, das müssen die auch noch fixen, dass das hier nicht durchgeht. War ja bei anderen Spielen auch schon mal, dass das so durchbuggt. Ich meine, schlimm ist es nicht, nein. Ich meine, das sieht nur ein bisschen doof aus, aber das regt mich hier auch mal auf. Ja, perfekt. Die steht geil. Wenn die komischen Viecher mich verarschen. Wieso kommen die denn nicht mehr? Die sind doch jetzt nicht ausgerottet, oder? Oder wollen die das? Haben die gesehen, dass ich bei dieser einen Höhle lang gerannt bin? Und dass das jetzt so gespeichert ist, bis ich da reingehe, passiert nicht, passiert nichts mehr. Ihr seht, dass ich im Hardcore-Modus spiele. Und ihr seht, dass hier nichts los ist. Egal, das werde ich nochmal ein bisschen ausnutzen. In die Höhle gehe ich vielleicht mit einem Kumpel. Wahrscheinlich nicht. Oder weiß ich nicht, weil ja, ich kann jetzt auch mal im helllichten Tage machen, wie zum Beispiel jetzt. Oder schreib's mal in die Kommentare. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, was ist denn das jetzt? Kann ich rennen? Ach ja, die sind ja immer diese kleinen Baumstämme. Auf dem Boden, über dem Boden fliegend. Ja. Die Macher hätten das auch ruhig ein bisschen weiter im Boden machen können, diese für die Stickies hier, diese dünnen Ästchen. Oh, der Kopf ist ja da. Habe ich das schon, ist mir das schon mal aufgefallen? Ah. Wär die jetzt nicht losgerannt? Ich wollte gerade losrennen. Ich wollte die. Gut, dass ich nicht losgerannt bin. Dann wäre ich jetzt tot. Oder? Oh, Mann. Okay. Also, wie man sieht, es gibt sie noch. Und es regnet erst mit dem Regen, also ohne Witz, Leute. Das ist ja, ne? Ein bisschen untertrieben. Thank you.
Ja, genau, ich muss noch einen Lizard fangen eigentlich, bevor es dunkel wird. Ich wollte auch ein Boot mal für euch bauen. Dann kommen sie schon wieder alle. Spawnen auch keine Tiere momentan wieder mal. Egal, dann nehme ich hier meine Baumstämme mit. Dann verstecke ich mich mal. Na los, mach Brati Brati. Ja, Problem ist, es spawnen mal wieder keine Tiere. Das heißt, die Folge kann nicht länger gehen wie 20 Minuten. Ach ja, Blätter. Wir haben eine Option. Und ja, ich habe das immer noch an, da alles online kommt. Spawn doch eh, die wollen ja nicht zerhauen. Aber von der möchte ich den Kopf haben. Damit ich mir hier was Kleines hinbauen kann. Wollt noch einen Kopf? Okay. Haben wir den Kopf jetzt? Den Kopf haben wir jetzt. Was brauchen wir hier noch? Ein Stein. Ein Stein. Ha, ha, ha. Warum nimmt er denn? Muhaha, hier kommt keiner. Ah, wie viel Steps ich gemacht habe, ist mir doch egal. Der guckt auch hier schön rund. Huch! Ich wollte nicht. Oh. Ich wurde nicht nur einmal gesehen, sonst hätte ich jetzt nicht geschossen. Alter, hat es nur bei mir gemacht. Oh Gott. Ich blute, ich habe die nicht mal berührt. Alter Schwader. Das sind nette Nachbarn, die kommen einfach an. Die kommen einfach. Die fragen nicht mal, ob man Zeit hat. Nein, die kommen einfach. Ja, wie sieht das jetzt aus mit der Nacht? Oh. Der Mond muss doch hier irgendwo aufgehen eigentlich. Das ist ja... Doch, der Mond geht gerade auf erst. Da ist... Oder? Weiß ich gerade gar nicht. You cover red in blue. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Oh! Doch, vorhin habe ich ja auch geschlafen. War ja auch kurz der Bildschirm schwarz. Oder? Da muss eine Mauer hin. Hier muss wirklich eine Mauer ringsherum hin. Seht ihr, Leute? Aus diesem Grund habe ich die Flare Gun dabei. In der Hand. Nein, nein. Gut.
macht mir immer zu schaffen, wenn ich hochfliege. Dass ich denn dann auch nicht mehr heil auf dem Boden ankomme. Naja, das war jetzt kein großer Angriff. Ja, mein Problem ist, es spawnen keine Tierchen mehr. Das heißt, sobald mein Hunger wieder weg ist, ob Tag, ob Nacht, ob Mittag, da muss ich leider die Aufnahme beenden, neu laden. Aber ich glaube, heute sowieso nicht mehr, weil ja, vielleicht mache ich auch die Folge. Ja, sagt mir dann morgen, wie lange ich heute mache. Nicht mal diese verstümmelten Beinchen können mir sagen, wie lange das geht. Alter, wirklich, das sieht ja wie so ein Friedhof. Schlachtfestival. Hä? Dann mache ich mal hier schmaler, damit ich kein Blut mehr dran habe. Ich hoffe, das Lecken seht ihr gar nicht. Jetzt wieder? Oh Gott, okay, das habt ihr gesehen. Aber es stört komischerweise bei diesem Spiel überhaupt nicht. Da waren welche. Ich glaube, ich gehe da mal mit meiner Flare Gun hin und poliere die mal ein bisschen, zeig dir mal, wer hier der Boss ist. Na, kommt doch her. Oder habt ihr Angst jetzt? Na? Problem ist, ich weiß nicht, wo ihr oder deren Pfad ist. Ja, aber diese Auflösung muss man vom Bildschirm so nah kleben. Das macht dann noch mehr Angst. Gesehen. So laut Uhr bin ich bei 27 Minuten. Ist doch gut. Also halbe Stunde habe ich doch gut geschafft. Müsste ja jetzt mit plus Vorspann sein. Den habe ich ja nicht mit zugezählt, gerechnet. Also eigentlich müsste das jetzt so gut sein. Ja. Ich werde noch mal kurz gucken, ob Tiere spawnen. Wenn ja, werde ich weitermachen. Wenn nicht... Ah, da laufen die. Super. Müsste ich ja hier hinten eigentlich... Hui. Ich habe mich nur durch Zufall umgedreht. Nur so nebenbei. Nur durch Zufall. Und jetzt habe ich Angst, weil die rennen. Und wenn die rennen, sind die schnell. Find something to eat. Ja. Ja. Ja, was zu essen gefunden.
Ach du große Scheiße. Leuchtet über deren Köpfen, aber pff, hallo? Was ist das schon, wenn es über deren Köpfen leuchtet? Ist der Sonnenaufgang natürlich. Brauchen die sich doch keinen Kopf drum machen. Warum auch? Leuchtet doch nur da so. Einmal so quer bei den lang. So, wenn jetzt noch jemand kommt. Nee. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Achso. Ja gut, ob das Lagerfeuer hier vorne oder hin, das ist mir eigentlich sowas von egal. So, die Folge wird jetzt so angehen, bis es dunkel wird. Ich weiß auch Gott gar nicht. You cover it in blood? Nee, Matsch. Hier ist wahrscheinlich für die so ein Hotspot. So ein gratis WLAN-Hotspot, wa? Sieht auch nicht, ob das fertig ist. Ah, doch. Ja, wenn die glitschen, glitschen wir auch. Scheiße. Eigentlich tun uns die Bagger hier nichts. Aha. Hoppala. So, der lebt. Ah, du stehst mir jetzt zu behindern. Krieg mal ein 6/4 Herzinfarkt. Ja, aber zu den Viecher können wir auch hinrennen. Da ist ein Hase. Gut. Wir machen jetzt, wie gesagt, bis in die Nacht rein. Ich muss mal mein Blut abwaschen. Es wäre wirklich viel geiler, wenn die alleine hier lang gehen. Ich würde die dann auch versuchen, so zu töten. Problem ist, die haben natürlich so viele Bugs. Wenn du einen wenn der dich in dich reinglitscht, bist du sofort tot. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die oft, wenn die wirklich auf Bäume springen sollten, dass sie nur auf diese können, auf die man nicht abfällen kann. Das weiß ich aber nicht. So. Den Baum werde ich noch fällen, mitnehmen. Es sind 33 Minuten, also, naja, ist auch mal eine lange Folge. Oh.
Solange da unten keine Nummern stehen, unten rechts, ist mir das egal, was da steht. Weil sonst muss ich das ausblenden, aber ich denke mal nicht, dass das schlimm ist, wenn das nur so was da steht. Ich glaube, eine Mauer bauen wir sogar gleich noch. Ich müsste da schon wieder 6 drin haben. Die rollen das aber nicht rein, die Arschries. Ich nehme eine Peng Peng. Peng 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 Peng. Wenn die auch nicht durchs Wasser buggen, würde ich wahrscheinlich die Waffe auch nicht so oft haben. Aber so buggen die ins Wasser rein. Springen hoch. Knabbern dich an. Das geht schnell. Wie viel ein Baumstamm ist mir jetzt auch egal. Ich gehe jetzt auch nicht dafür ins Wasser für einen Baumstamm. Ich kann wenigstens schießen mit der Waffe, wenn ich so einen Baumstamm trage. Oh, ich habe das ja nur ausgewählt. Ja. Es reicht sogar perfekt. Geil. Ich hätte jetzt nämlich keinen Baum mehr abgefällt, dann. Aber ist doch super geil. Ne, da könnt ihr aber nicht durchglitschen. Und so hatte ich wirklich hier schon alles komplett zu. Bis da vorne zu diesem Totenkopf. Oder zu diesem eingeborenen Schädel. Ob das denn was bringt, weil ihr habt gesehen, wie die hochspringen können. Und runterspringen, ohne dass sie sterben. Ja, muss ich erstmal hoffen. Jetzt wird es Nacht, das ist scheiße jetzt. Na gut. Hier sowieso jetzt Cut, Schluss, Ende. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video findet. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann natürlich einen Daumen nach unten. Aber schreibt dann in die Kommentare, warum. Wäre sehr nett. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr... Ach ja, hab ich schon gesagt. Ciao.